Leute und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Future Soldier. Wir sind immer noch in der Antarktis und ich habe immer noch mein kleines süßes Kriegsschweinchen dabei. Oh, wir haben nur 10 Minuten Zeit. Waffenlager finden. Sie wollen die Basis abriegeln. Wir müssen uns beeilen. Ach herrje, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe mein großes Maschinengewehr ausgerüstet, denn ich glaube, ich darf gleich ziemlich viel rumballern. Was ich der letzten Cutscene so entnehmen konnte. Gell, Schweinchen? Ich frage mich nur, wo die Sau hier so ihren Geldschlitz hat, ja? Wie das aussieht. Das ist doch toll, das Teil. So, ich bin mal größenwahnsinnig und spinne einfach mal vor. Ja. Da sind sie! Welche Brücke? Ach, die Brücke. Boah, wie das MG streuen würde, hä? Da geht ja gar nichts. Ein sowjetisches U-Boot. Jetzt ist das. Ja! Mir schmeckt die Entwicklung nicht. Jagd auf Roter Oktober oder was? Direkt vor uns! Ja, wir haben es gleich! Direkt vor uns! Einfach mal mit der Sau da reingehalten, ey. Ich weiß zwar nicht, auf was ich ballere, aber ich baller einfach mal. Ich treffe ja sowieso nichts. Ah, mal in die Magnetsicht. Ah, da oben stehen sie. Ach echt, ich werde getroffen. Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Warte mal, ich verstecke mich hinter der Sau. Ah, Leute, ich bin da. Hilf mir! Danke! Ich treffe nicht wirklich was, oder? Ah, mein Schweinchen trifft dafür umso besser. Lade nach! Immerhin, immerhin. Aufpassen auf 3 Uhr! Ey! Da ist ein automatisches Geschütz, ich glaube, es hackt. Toll, ein Schweinchen trifft nicht. Ach, Lenkrakete vielleicht. Ah, das steht da unten drinnen, deswegen. Okay, Warhorn, zeig, was du kannst. Mach mal alles platt, was du siehst. Na, komm. Das ist so einfach mit dem Warzenschwert. Das ist der Wahnsinn. Ach, was wollt ihr denn immer von mir? Jetzt komm, Gegner, du sprichst mal ganz kurz rein mit den Mörsern und alles ist wieder gut. Ziel erledigt. Bewegt mich! Er hat eine Panzerfaust. Wer hat eine Panzerfaust? Ach, er da oben. Habe ich ja gar nicht gesehen, habe ich ja gar nicht. Mal wieder normal schießen, ey. Auf 12 Uhr! Warhorn greift an! Ich mach weiter drauf! Ich halte dir auf! Lasst mich doch mal alle in Ruhe! Au, 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 au! Ah, oh, schon wieder down! Oh. Ich sollte mich beeilen, es geht hier nämlich verdammt nochmal auf Zeit. Normal hätten wir schon den ganzen Level zerlegt, wenn wir mal ehrlich sind, ja. Da würde nichts mehr stehen, hey. Keine einzige Säule oder Metallkette. Auf 3 Uhr!
überall verstecken werden, hä? Jetzt einfach mal ganz gemütlich dem Warhound nach. Okay, die hat gesessen. Bleib dran, erledigen wir sie. Würde ich gerne, wenn ich jemanden sehen würde. Gegner tot! Die kriegen an! Okay, das läuft doch mal alles schon ganz, ganz gut. Wir haben zwar nur noch 4 Minuten 40 Zeit, aber... Okay, das sehe ich nicht runter mit dem Warpick. Ja! Was bewachen die Schweine hier? Das gibt's da nicht. So viele Leute hier unterwegs. Ah, noch irgendeiner. Da vorne. Eieiei. Ziel erledigt. So, Bereich ist sicher. Jawohl, ja. Wow, ist unterwegs. Tarnung aktiviert. Gott, wir haben nur noch 3 Minuten 45. Ich hab keine Lust, dass die das alles hier abschotten, dass ich hier nicht mehr durchkomme. Die Sirene macht's auch nicht besser. Okay, wir sind noch 75 Meter von unserem Ziel entfernt. Es wäre auch viel, viel eleganter, wenn der Warhound automatische Waffen hätte. Da müsste ich mich nicht drum kümmern, aber... Naja, man kann vielleicht nicht alles haben. Mein Team? Sonst ist die Tür zu. Gott, nur nach 3 Minuten. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ja, okay, 10 Minuten sind eigentlich okay. Pepper, 30, absichern. Kosek, lade dies ab. Klar. Roger. Overlord, wir haben ein Terminal gesichert und können übertragen. Bereit? Okay, Hunter, übertragen Sie. Kommt. Haben Sie was zum Versteck? Die Schallbilder zeigen einen dunklen Fleck. Zu groß für ein Lager, aber könnte eine Höhle sein. Wir prüfen das. Sie müssen nach oben. Es ist ein ganzes Stück entfernt. Wir bringen Sie rein. Okay, Overlord. Der Aufzug? Oh, keine Stufen. Was glotzt du, Blechkiste? Oh, ihr verletzt seine Gefühle, euer Majestät. Reißt euch zusammen. Wir wissen nicht, was uns gleich hinter dieser Tür erwartet. Und die Briten sind sauer, wenn ihre alten Dame uns zustößt. Ja klar, ha ha ha. Die haben wirklich permanent Zeit für schlechte Witze. Arno. Ah, es geht weiter. Okay, zerstören Sie das Waffenlager. Avec plaisir, meine Freunde. Das mache ich doch gern, mache ich doch das. Oh, ich höre den Heli. Warhound greift Gegner an. Ja, den erwische ich nicht. Schade eigentlich. Das war noch wieder so, da fliegt das vorbei. Probier's aus. Immer diese Stacheleien, hä? Gut. Sie sind unterwegs! Ey, ja, fliegen schon wieder die Raketen. Hoho, ich hab das ganze Ding zerlegt. Das nenne ich mal cool. Oh, 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 viele Leute, viele Leute, viele Leute! Alter Schwede! Ah, da war einer! Okay, ich wurde erschossen. Ganz elegant, weil ich nicht drauf geguckt habe, ob da noch jemand ist. Also gut, Augen auf.
Okay, dann probieren wir das Ganze nochmal. Zerstören Sie das Waffenlager. Tarnung aktiviert. Diesmal schieße ich nicht auf den Heli. Boron ist unterwegs. Kaboing. Natürlich wusste ich jetzt, dass da was kommt, ja. Ist kein Geheimnis. Ich suche Deckung. Gegner sucht Deckung. Töten Sie 5 oder mehr Gegner mit einer Warhammer-Mörsergranate. Okay, war das eine Art Achievement oder soll ich das noch machen? Weiß ich nicht. Okay, dieses Mal ist da links sicher. Gott, hört doch mal auf, auf mich zu schießen, ey. Das ist total unnett von euch. Da geht die Tonne hoch. Das war sicher nicht der letzte. Okay, Gebiet ist sicher. Wir sichern hier Sektor für Sektor, bevor wir das Lager angehen. Ich dachte, wir sind schon im Lager. Das sieht aus wie ein automatischer Stand im Gegner vorne. Ups. Eigentlich wollte ich ja zoomen, ja. Oh, wir haben Kontakt. Da, ich habe einen Warhorn, das will dann ein Heli. Jawoll. Schön am Heck getroffen. Komm zurück, mein kleiner Hein, komm zurück. Bam, einer down. Ja, schick sie zur Hölle, Kleiner! Jawoll, mein Schweinchen macht das. Und gleich die nächste. Komm, 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 komm. Du kommst mir nicht weg. Schließt sie beide hart, ohne einen Teamcard anzuwenden. Cool. Stürzt das Ding auch mal ab. Warschweinchen, wo gehst du hin? Bleib hier! Verlass mich nicht. Okay. Könnte ich Munition nachfüllen und Waffen wechseln an den beiden Küsten, aber das brauche ich nicht. Ich bin ja voll. Warhound läuft. Ja, läuft ein bisschen langsam. Aber er läuft. Ich laufe mal voraus, vielleicht ist da irgendwas. In Bewegung, Deckung! Sie bewegt, ich sitze fest! Ich erledige das! Hausa, was du da einfach alles erledigen kannst mit diesem Warpick oder Warhound. Sie ziehen los! Das ist schon der Hammer. Ziel erledigt! Auf 12 Uhr! Schütze! Hä, war da was? Wer? Hm? Ganze Basislager zerlegt mit 3-4 Mörsern. Das ist übel. Ladet sie ein! Greife Ziel an! Aber es gab doch im alten Ghost Recon, glaube ich, auch schon so ein Fahrzeug, irgendein Marv, wie das Ding hieß. Weißt du nicht, ob das auch so mächtig war, aber es war auf jeden Fall. Ah, da kommen wir nicht hoch. So nicht. Moment, da vorne. Ah, das war nicht mein Leuten. Also nur aufpassen, dass mich hier keiner flankiert, sonst habe ich ein Problem. Ach, oh je, geht's hier zu. Geschütz im ersten Stock. Direkt voraus. Was? Geschütz im ersten Stock? Moment, ich schicke eine Lenkrakete rein. Das ist ganz einfach. Guck dir mal. Bam. Volles Gesicht. Oben steht auch noch einer. Mich würde jetzt interessieren, auf was ihr schießt. Ich sehe nämlich nichts. Bin ich bescheuert? Ach, da vorne. Sag mir das doch. So, war's das jetzt? Das war abgefahren.
Sexy. Es macht definitiv Spaß mit dem Warhorn, das kann ich euch sagen. Sie wissen jetzt, dass wir hier sind. Ach, sie wissen jetzt erst, dass wir hier sind, nachdem wir drei Basen zerlegt haben. What the fuck? Bisschen unglaubwürdig, aber hey, ist ja egal. Auf geht's! Also es ist viel zu einfach mit dem Kriegshund. Viel zu einfach. Aber ich habe ihn zu lieb. Guckt ihn euch an. Kleines fettes Schwein. So, wir sollen uns da drin versammeln. Ah, ich tank mal schnell Munition. Zack. Ah, MK48 auswählen. Habe ich jetzt keine Munition genommen dafür, oder wie? Brauchen Hilfe an der Tür. Verstehe, Hunter. Augenblick. Aufstellen. Ah, jetzt. 600 Kugeln ist schon gar nicht wenig, muss ich sagen. Ah, jetzt kann ich meinen Warhorn nicht mitnehmen. Oh. Ach du heilige Scheiße. Wollte ich gerade sagen, ja. Das ist mein Lager, was? Overlord, sehen Sie unseren Feed? Bestätigt, Hunter. Das löst hier keine Glücksgefühle aus. Können Sie es ausschalten? Die Frage ist, kommen wir weit genug weg? Wir kümmern uns drum. Ladungen legen. Ich darf Sprengstoff legen. Sexy. Lasst mich das machen. Ich mach das. C4 platzieren. Ladung ist scharf. Raus! Oh oh. Detonation in 3 Minuten. Ah. Oh. Immer so Missionen auf Zeit. Ich hasse sowas. Also das hört sich jetzt super, dass ich hier nicht richtig hinsehe. Verdammt, ich bin da. Leute, hilf mir. Wenigstens einer, der mich wieder aufstellt. Ich habe jetzt so eine blöde Position, dass ich fast nichts sehe. Ich glaube, ich habe alle Side-Aktivitäten erfüllt, so wie das aussieht. Sollen wir nicht auf unseren Warhorn warten? Verstanden, Hunter. Ich fürchte, es geht jetzt erst richtig los. What the fuck? Was soll denn das heißen? Ich habe meinen Warhorn verloren. Ich habe nur 58 Punkte? Warum? Ah, taktische Herausforderung habe ich alle erfüllt. Warum habe ich so wenig Punkte? Ah, vielleicht weil ich so oft down gegangen bin. Das kann gut sein. Aber liebe Leute, es geht weiter in der nächsten Folge von Ghost Recon Future Soldier. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ihr einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sage wie immer, stay tuned and so long.